Bevor wir zu den Neuheiten Vorstellungen von Brava kommen, liebe Zuschauer, möchte ich natürlich erstmal was loswerden, nämlich Glückwünsche für die Leserwahl 2017 des Eisenbahnmagazins für die V90 und E75. Das ist doch mal eine tolle Sache, Katrin Braun, oder? Ja, das finden wir auch. Vielen Dank für die Glückwünsche. Hat uns sehr gefreut, dass wir die Leserwahl gewonnen haben, vor allem mit so tollen Modellen wie die beiden. Das waren unsere Hauptneuheiten letztes Jahr. Und ja, da steckt auch viel Technik drin, viel Entwicklung. Deshalb freut es uns, wenn das jemand gemerkt hat, dass wir uns da sehr viel Mühe gegeben haben. Ja. So, und dass ihr euch viel Mühe gebt, sehen wir auch an den Neuheitenvorstellungen. Die erste Nummer, die bei mir steht auf meinem Spickzettel, da können wir auch gerne gemeinsam drauf gucken, ist die E44. Genau, da wollen wir auch das mit der E75, was wir letztes Jahr geliefert haben, jetzt fortsetzen. Haben eine neue Altbau-E-Lok ins Sortiment aufgenommen mit der E44. Ich denke, ein Muss für jeden E-Lok-Sammler. Auch ein Eisenbahnklassiker, und bei dem Modell werden wir auch alles umsetzen, was die Unterschiede betrifft. Also wir haben, ich glaube, 7 verschiedene Dachversionen geplant, verschiedene Pantographen, alle Hauptschalter, Sandkästen, sodass wir da, was die Optik und Detaillierung betrifft, wirklich einen Schritt nach vorne gehen und ein tolles Modell auf den Markt bringen werden. Sie ist ja auch recht lange gelaufen, wenn man sich jetzt überlegt, dass sie doch über mehrere Epochen das gute Stück gelaufen ist. Genau. Gibt ja dann auch von der Formen und beziehungsweise Farbvielfalt ja unheimlich viel her, die Lokomotive, denke ich mal. Ja, richtig. Gibt es ja auch heute noch im Museum, und das bilden wir auch alles ab. Also gerade auch in der Reichsbahn-Variante. Was es noch nie im Modell gab, war die Version mit Widerstandsbremse. Die wird zum ersten Mal im Modell erscheinen, und deswegen sollte da für jeden Kunden was dabei sein. Jetzt könnte man natürlich noch stundenlang über die E44 reden, aber es gibt ja noch mehr Modelle, die Sie haben auf dem Programm, und das ist die V36. Das nenne ich auch mal eine schöne Lok. Ja, ein ganz anderes Produkt haben wir letzten Herbst vorgestellt. Wir sehen es auch hier hinter mir, haben wir schon die ersten Formteile in der Vitrine aus den Werkzeugen. Da sind wir schon sehr weit mit dem Produkt. Auch da gibt es unterschiedliche Versionen, was die Optik angeht. Aber bei der V36 zeichnen sich vor allem wieder die technischen Funktionen aus. Da wollen wir an die V90 anknüpfen. Die wird eine elektrische Kupplung bekommen, einen Stromspeicher in der Extraversion. Gerade auch bei den Langsamfahreigenschaften wird sie sich auszeichnen. Wir haben wieder eine tolle Motorsteuerung geplant, die super mit unserem Decoder funktioniert. Und auch beim Sound legen wir immer sehr viel Wert drauf und, denke ich, sind da gerade bieten ein tolles Paket an. Wir programmieren wirklich alles einzeln, sodass die Akustik wirklich super rauskommt. Und wir können es nachher an der V90 nochmal sehen, wie die Kupplung funktioniert. Ich denke, das wird auch bei der V36 wieder viele Kunden begeistern. Und davon bin ich auch fest überzeugt. Genau. Jetzt kommen wir mal zu den schaukelnden Doppelstockwagen. Genau. Die Intercity-Züge im Original, wahrscheinlich bei Brava nicht. Nein. Was können Sie dazu sagen? Ja, die sind gerade bei uns in der Auslieferung, die werden wir ab nächster Woche an den Fachhandel ausliefern, also direkt nach der Spielwarenmesse. Betrifft die IC2, also die Intercity 2 Doppelstockwagen, bei uns im Modell in der Analogversion. Die wird es auch in ein paar Monaten, Ende Mai, Juni, mit einer Innenbeleuchtung geben. Da haben wir jetzt noch neu ins Sortiment eine Version für Wechselstrom aufgenommen, sodass der Kunde schon ein komplett fertiges Produkt kaufen kann. Und hier kommt eine Neuentwicklung von uns rein. Wir haben ein Zugbussystem entwickelt mit einer vierpoligen stromführenden Kupplung, mit der man die Möglichkeit hat, alle Funktionen und auch die Lichtsteuerung komplett eigenständig zu programmieren und auch einen tollen Spieleffekt reinzukriegen. Das System wird alleine erkennen, wo das Zugende ist, und das Schlusslicht alleine abschalten, wenn man was verändert an der Zugzusammenstellung. Also ich denke, das ist nochmal technisch ein Schritt, den wir bis jetzt noch nicht im Sortiment hatten, und wird sicherlich ein toller Spieleffekt. Es wird immer verrückter, sage ich. Es wird immer verrückter. Jetzt erkennt die Modellbahn schon, wo du hinten Schluss ist. Genau. Es gibt natürlich auch noch eine weitere Neuheit. Die gibt es noch nicht mal auf den Schienen, aber Brava hat sie bereits schon. Genau, das ist der Twindex Vario Triebzug, der zwar optisch den Intercity 2 Wagen ähnelt. Es gibt aber im Vorbild auch noch sehr viele Änderungen. Die IC2 fahren jetzt schon seit einer Weile auf den echten Schienen. Und der Triebzug ist gerade noch in der Testphase. Wir sind mit der Entwicklung parallel dran, dass das Modell fertig wird. Wird aber bis Ende des Jahres noch dauern. Wir wollen auch beim Original immer abwarten, was sich da noch tut. Unsere Entwickler sind auch ständig im Werk,
und schauen sich das Original an, dass wir da parallel dranbleiben. Aber auch das wird ein neues Produkt für uns und kriegt auch von der Digitaltechnik einiges an gleichen Funktionen wie die Doppelstockwagen dann. Macht ja auch optisch was, ja, das Teil. Kommen wir mal zu Personenwagen. Da gibt es ja auch eine Neuigkeit bei Ihnen im Katalog unter Gruppe 36. Ja, richtig. Die haben wir vergangenes Jahr schon angekündigt. Werden auch in den nächsten Wochen diese Version ausliefern. Viele Kunden haben sich gewünscht, dass wir noch weitere Formvarianten auf den Markt bringen. Das haben wir jetzt dieses Jahr getan. Hier in der Vitrine sind auch schon die fertigen Modelle. Zwar noch unlackiert, aber sie sind schon da. Es wird einen Schlafwagen geben. Da ist das Besondere, dass es eine Inneneinrichtung mit Betten geben wird. Ein Gesellschaftswagen, ein Speisewagen und ein Halbgepäckwagen. Also da haben wir jetzt wirklich die komplette Bandbreite abgebildet und der Kunde kann sich seinen Zug so zusammenstellen, wie er das möchte. Und werden auch auf demselben Qualitätsniveau sein wie unsere 3YG und 4YG-Wagen, sodass da wieder einfach selbes Niveau auf der Schiene seinen Platz finden wird. Ist ja unglaublich. Apropos Schlafwagen, die Betten sind schon drin, da fehlen ja bloß noch die Leute da rein, oder wie? Genau, das wäre dann der nächste Schritt, aber vielleicht auch zu viel. Kommen wir mal zu den Güterwagen. Da gibt es einen wunderschönen Güterwagen-Begleitwagen, so wie man in den 50ern und 60ern teilweise auch noch gesehen hat. Genau, der hat ja früher in keinem Zug gefehlt. Wir haben einen Güterzug-Begleitwagen, den PBG 14. Haben wir hier auch schon ausgestellt. Wir sind mit den Formen eigentlich schon fertig. Wir sind schon recht weit. Die Kunden können hier schon einen Eindruck gewinnen, wie das Produkt aussehen wird. Der wird auf Brava-Niveau sein. Ich denke, viele Kunden wissen schon, wie wir unsere Waggons produzieren und wie detailliert sie sind. Wichtig ist uns auch immer, dass es gut zu handeln ist, also dass die Sachen stabil sind. Da haben wir, denke ich, auch viel dran gearbeitet, dass wir uns da verbessern und hinterfragen. Die 3YG sind ein tolles Beispiel dafür. Und ich denke, der Waggon, der kann auch gut kombiniert werden mit den anderen Produkten. Das Gleiche trifft ja wohl auf den Schüttgutwagen UTMM genau. Zu. Wir haben eigentlich in den letzten Jahren immer wieder neue Güterwagen gemacht. Und dieses Jahr haben wir uns für einen Schüttgutwagen entschieden, den UTMM 70. Da ist eigentlich das Besondere, dass wir die Schütten offen gestalten und innen auch alle Querstreben nachbilden. Ich denke, die Kunden können dann selber entscheiden, ob sie ein Ladegut drauf machen oder die Waggons befüllen. Aber das ist ein Standardgüterwagen, der in keinem Zug fehlen darf oder auf keiner Anlage. Und da wollen wir einfach weiter das Sortiment ergänzen und ja, auch die Kundenwünsche berücksichtigen. Jetzt wechseln wir mal ganz salopp die Spur. Wir kommen mal zur Spur N. Auch da gibt es ein paar Neuigkeiten zu berichten. Zum Beispiel die Baureihe 216. Genau. Im Prinzip schon seit vielen Jahren Teil des Brava-Sortiments, die Diesellok 216. Was uns sehr wichtig ist, dass wir immer wieder uns selber hinterfragen und schauen, was wir an unseren Produkten besser machen können. Die 216 ist dieses Jahr ein Beispiel dafür. Wir haben sie in der Entwicklung technisch komplett überarbeitet. Die Lokomotive wird eine Schnittstelle bekommen, ein Zugschlusssignal. Wir werden eine Soundversion anbieten in Spur N und auch einfach die noch Details wie die Zugkraft und die Geschwindigkeit vom Modell deutlich verbessern, sodass wir da wieder ein modernes Produkt im Sortiment haben, das auch wieder viele Kunden erreicht. Und da wollen wir einfach auch immer dranbleiben, dass wir bestehende Produkte komplett überarbeiten. Und dieses Jahr ist die 216 dran in N. Jetzt kommen wir mal zu den Güterwagen, auch in Spur N, die gedeckten Güterwagen GLMHS. Genau. Da kann man auch was hinten dranhängen, da gibt es sicherlich auch sehr viele Formvarianten. Genau, wir haben jetzt zwei neue Güterwagen in N dieses Jahr im Sortiment. Einmal der Kesselwagen Uerdingen und der GLMHS 50 hatten wir vor ein und vor zwei Jahren in H0 im Sortiment. Da kommen dann immer viele N-Bahner und fragen, ob wir das auch für sie machen können. Das haben wir jetzt dieses Jahr umgesetzt und ich denke, wird vom Niveau her wieder G10 und unser Oppeln bzw. Bremen, den wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben und soll auch da einfach das Sortiment ergänzen und dass die Kunden wieder weitermachen können mit ihren Güterzügen. Genau. Jetzt sind wir zumindest durch die wichtigsten Neuheiten durch. Wir könnten sicherlich noch stundenlang palavern hier, was es an Neuigkeiten gibt. Aber es gibt auch eine Neuigkeit, die wir eingeführt haben, nämlich Kundenfragen. Ja. Und die möchten wir Ihnen gerne stellen. Okay, gerne. Ich muss mal schnell das Blatt wechseln. So. Es gibt eine Frage,
von einem Herrn oder Frau, die also sozusagen nichts gesagt haben, zur Artikelnummer 44502, Neuheit 2017, Lackierung Verkehrsrot. Unter dieser Artikelnummer war bereits dasselbe Fahrzeug für 2014 in Lackierung Schleswig-Holstein angekündigt. Wird dieses Modell nicht mehr erscheinen? Das ist eine berechtigte Frage. Da hat der Kunde aufmerksam zugeschaut oder das Prospekt gelesen. Das ist korrekt, wir haben die Lackierung geändert. Das betrifft auch den Triebzug, den ich gerade erwähnt hatte, der im Original selber noch nicht im Einsatz ist. In der Entwicklungszeit hat sich jetzt ergeben, dass die DB das als DB Regio Produkt oder Original im Einsatz haben wird. Das war zum Anfang der Entwicklung noch nicht sicher. Und da haben wir uns jetzt entschieden, natürlich wollen wir viele Kunden auch damit ansprechen, dass wir die Lackierung DB Regio als erstes ins Sortiment aufnehmen. Aber die Version von Schleswig-Holstein wird sicherlich trotzdem kommen, wird dann aber eine neue Artikelnummer bekommen. Ich denke, das werden wir dann mit der zweiten Serie produzieren. Also es ist auf jeden Fall nicht vergessen, aber für die erste Serie haben wir uns jetzt für die rote Lackierung entschieden. Okay. Ein Herr Witt aus Kamen fragt, die Brava 44611, oh Moment, jetzt muss ich gucken, ist ein bisschen durcheinander geschrieben, liefert Brava eine Kupplungsverbindung mit dem Artikel, um eine Doppeltraktion mit zwei Artikeln zusammenzustellen? Der Kunde meint unseren Triebwagen Baureihe 425. Und ja, es wird etwas geben. Es wird ein Normkupplungsschacht in der Verpackung liegen und den kann er ganz normal benutzen und dann auch in Doppeltraktion fahren. Ist kein Problem. Dann gibt es eine weitere Frage, es gibt schon ein paar noch, von Herrn Weigand aus Ertingen. Wird von Brava wieder mal die Lorenseilbahn aufgelegt? Wir sind gerade noch in der Entwicklung von unserem Sessellift, den wir angekündigt haben in Spur H0. Der ist auch hier innen in der Vitrine jetzt ausgestellt als Modell. Davor haben wir die Hahnenkammbahn gemacht. Und klar, Brava ist ein klassischer Seilbahnhersteller, da kommen wir her und das werden wir auch weiter verfolgen. Wann genau wir das Thema angehen, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist sicherlich eine Option, sowas in der Zukunft wieder zu machen. Ja. Dann fragt ein Herr Jörg Thalmann aus Heiningen, wird es den Niederflurwagen Einheit Megafred jemals wieder geben? Ist im Moment nicht geplant, nein. Ja, schade, Herr Jörg Thalmann, also sehen, aber ich habe die Frage gestellt. Die Frage von Herrn Lohmann aus Rinteln hat sich eigentlich, glaube ich, erledigt. Er fragt nämlich, kommt dieses Jahr nun endlich der IC Vindex? Genau, das hatte ich ja gerade gesagt. Wir liefern die Analogversion nächste Woche aus. Da darf er gerne zu einem unserer Händler gehen, sich das gute Stück mal anschauen. Wir haben es auch hier noch in der Vitrine auf der Messe. Auf der Website sind auch Fotos vom Modell schon. Ich denke, damit hat sich die Frage hoffentlich erledigt. Denke ich mal. Also Herr Lohmann aus Rinteln, der Zug kommt, ganz bestimmt. So, und die letzte Frage, die wir Ihnen noch stellen möchten, ist, warum wird die angekündigte Auslieferung fast nie eingehalten? Zum Beispiel BR 57, Ankündigung 2016. Fragt Herr Kratzenberg aus Irxleben. Die Baureihe 57, muss mich kurz umdrehen, steht hier hinter uns auf unserem schönen neuen Viadukt, das wir extra für die Messe gebaut haben. Das ist korrekt, das Produkt hat sich verzögert in der Auslieferung. In dem Fall ist es eine Dampflokomotive, vom Vorbild her auch eine sehr komplizierte. Und wir als Brava legen immer sehr viel Wert auf Detaillierung und auch nachher auf die Fahreigenschaften. Das sieht man an unserer V90, da stecken wir wirklich viel Energie rein. Am Beispiel der Baureihe 57 haben wir in der Entwicklung aus den Gründen einfach nochmal eine Entwicklungsschleife gedreht, haben uns da die Zeit genommen, dass wir wirklich ein perfektes Produkt entwickeln und produzieren können. Die Modelle sind gerade bei uns in Remshalden auf unseren Anlagen im Dauertest und deswegen kurz vor der Fertigstellung. Klar, das kann mal sein, dass wir länger brauchen als geplant. Das ist immer schade für den Kunden, verstehe ich, dass sich die Kunden nicht darüber freuen, wenn wir als Hersteller unsere Termine nicht einhalten. Aber uns ist es trotzdem wichtig, dass wir ein tolles Produkt ausliefern. Und das ist einfach wahnsinnig komplex. Es sind tausende Einzelteile, die Entwicklung, die Motoren, die Digitaltechnik, alles muss zusammenpassen. Und bei sowas Kompliziertem wie einer Dampflok macht es natürlich auch für uns manchmal ein bisschen unplanbar und dadurch hat es den Termin gesprengt, ja, leider.
sagen wir es mal ganz kurz und knapp, der Teufel steckt im Detail manchmal, genau, was nicht kalkulierbar ist. Liebe Zuschauer, das waren zumindest erstmal die Neuheiten. Sie können natürlich die weiteren Neuheiten auf den Websites von Brava selbst erleben, erkunden. Und kaufen können Sie das Ganze dann beim modellbahnshop.lippe.com. Die Adresse ist eben eingeblendet. Liebe Katrin Braun, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf nächstes Jahr. Danke, gleichfalls.